Servus Leute, willkommen zurück zu Subnautica. Ich habe meine Doppelgarage gebaut. Einmal hier drüben die Seamorph, einmal den Front Suit. Der Cyclops, der ist zu groß, um ihn in meiner Hauptbasis zu parken. Jetzt wollen wir mal schauen, was wir für Upgrades herstellen können für den Front Suit. Hier. Also erst einmal das Depth Module, das sollte man mal herstellen. Ja. Oh shit, dafür brauche ich Nickel. Das habe ich noch nicht. Und ich weiß auch nicht, wo ich es herbekomme. Aber das Hull Reinforcement können wir mal bauen. Storage hat er schon. Ja, bauen wir mal das Hull Reinforcement. Dreimal Titanium, einmal Lithium, viermal Diamond. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel von dem Zeug mitgenommen. Ja, zu viel Lithium. Halt. Ach so, Ich glaube, ich sollte in diesem Moonpool auch nochmal eine Vehicle Upgrade Console bauen, damit ich nämlich diese Konsole natürlich auch für den Ground habe. Sonst müsste ich den dort immer parken. Extra, um irgendwelche Dinge wie Farbenveränderungen oder sowas vorzunehmen. So, das sind Sigma Console, so. Thermal Reactor. Jump Jet Upgrade. Oha. Grappling Arm. Benzin. Drill Arm. Den brauchen wir. Enables the mining of large resource deposits. Ja, sehr gut. Den brauchen wir. Auf jeden Fall. Und den Torpedo Arm. Wobei ich nicht weiß, ob das wirklich was bringt im Moment. Bauen wir erstmal den Drill Suit Arm. Also 5x Titanium, 4x Diamond brauche ich noch. Ah ja, genau. Jetzt baue ich nochmal so eine Upgrade-Konsole. Wenn ich dann nebendran hier irgendwo eine hinkriege. Weil hier die beiden noch sind ja dafür nicht mehr benutzbar. Die überall sonst sind Verstärkungen drin. Wenn ich das Reinforcement, das muss ich jetzt mal deconstructen. Da bauen wir sowieso gleich mal noch ein paar neue ein. Güterchip und Copperwire. Hab ich natürlich nicht.
mal wieder viermal Copper. Ich hab doch gerade einen Pieper gesehen. Ja. Vital signs stabilizing. Wenigstens hat ein paar Zähne losgelassen. Wieder mal ein fliegender Limestone. Aber wenigstens mit Kupfer. Jetzt sollten wir aber genügend haben. Immer noch ein bisschen Schrott mit und nochmal Zähne. Das waren gleich drei oder vier. Welcome
Jetzt wollten wir noch ein paar Verstärkungen einbauen. Frontsuit Depth Module Mark II braucht allerdings Kyanid, das ich noch nicht hergestellt habe und auch noch nicht weiß, wo ich es herbekomme. Aber jetzt können wir mal auf die Suche gehen mit dem Frontsuit und suchen mal ein paar große Vorkommen, mit denen wir also ein paar Metallvorkommen, Rohstoffe und so, die wir mal abbauen können. Aber vielleicht wäre es dafür da tatsächlich sogar ganz gut, den zweiten Arm auch noch auszurüsten. Oder wir bauen gleich mal den Torpedoarm. Ich baue jetzt nochmal einen Drillarm. 5x Titanium, 1x Lithium, 4x Diamond. Ja, das ist schon ziemlich cool mit dem Ding. Also, man ist da richtig schnell unterwegs. Man ist nicht wirklich viel langsamer unterwegs, als wenn man jetzt schwimmen würde. Sprinten kann man nicht. Also mit Sicherheit sinnvoll, den jetzt an einer anderen Basis zu platzieren. Ich weiß gar nicht, wo ist denn in der Nähe die, ich glaube die SW-Base oder die SE-Base hatte in der Nähe auch den Eingang zur Jelly Shroom Cave. Nur die Frage ist, ob ich da überhaupt
wieder rauskomme. Aber vielleicht mit den entsprechenden Upgrades schon, ne? Kann ich denn das hier zum Beispiel? Ne, also die kleinen kann man nicht. Das weiß es jetzt nicht genau, wie tief ich mit dem Prawns und kann. Gucken wir nochmal in die Blueprints, da müsste es doch drin stehen. Cyclops, Vehicle Upgrades. Steht leider nicht dann, wie viel tief. Aber normalerweise sollte ich da runterkommen, weil mit der Seamoth war der erste ja auch. Inklusive dann konnte man so tief gehen. Ich falle. Ich falle sogar sehr tief. Ist mir ein bisschen zu tief gewesen. So, jetzt Drill Magnetite. Das war's. Jo. Die Frage ist, habe ich jetzt noch mehr Platz? Oder war's das? Gucken wir mal, ob wir da oben vielleicht noch was finden. Naja, hier ist nichts mehr. Mit dem Rechtsklick. Magnetite. Also ich kann jetzt auch mit dem Rechtsklick abbauen. Nicht nur mit dem. Aber es ist kein Vorteil, dass ich jetzt zwei Drill Arms habe, glaube ich. Ist glaube ich ziemlich egal. Wenn wir hier noch irgendwas anderes finden, dann nehme ich das auch noch mit. Da haben wir nämlich Lithium.
Ah, man kann gleichzeitig links und rechts. Vielleicht geht es dann tatsächlich schneller. Storage has no room, ja. Dann, warte mal, dann werden wir es trotzdem drillen und dann mache ich einfach in meinen persönlichen Locker. So, dann geht es nämlich nicht verloren. Jetzt kann ich auch verstehen, warum man das dann wirklich Sinn machen würde, hier in der beim Brown Suit auf jeden Fall auch nochmal ein extra Locker einzubauen. Da drüben, was haben wir da drüben? Das ist auch irgendein Vorkommen. Mal gucken, habe ich denn noch Platz ein bisschen in meinem persönlichen Inventar? Ja. Oder ist das bloß ein Fels? Ich glaube, das ist nur ein Fels. Das ist nur ein Fels. Da unten haben wir nochmal Magnetite. Ja, okay. Nehmen wir das auch noch mit. Der nächste Fisch. Und da oben ist eine Crab Snake. Da oben rechts steht es, glaube ich, 900 Meter. Echt? Wow. Ich mit dem runter. Naja, jetzt suche ich aber erstmal hier den Ausgang, den kenne ich nämlich nicht. Weiß ich nicht auswendig, wo der ist. Da unten ist nochmal ein Magnetite. Noch tiefer. Ich will eigentlich wieder hoch. Ah, da drüben ist die Basis der Degasi. Da weiß ich, dass da auf jeden Fall ein Ausgang ist. Versuchen wir hier mal wieder rauszuspringen aus diesem Höhlensystem. Ja. Kann ich da drauf springen auf diese Spitze? Kann ich. So. Jetzt hoffen wir mal, dass das lange genug hält, um da hochzukommen. Ich glaube nämlich nicht. Nee, das reicht nicht. Das reicht nicht.
muss ich mir wohl oder übel einen anderen Ausgang suchen. Oder ich brauche erst ein Upgrade für den Prawn Suit. Was haben wir hier? Gold? Ja, nee, das brauchen wir aber nicht. Ich meine, wenn ich Pech habe, muss ich den Prawn Suit jetzt tatsächlich erstmal stehen lassen. Reingesprungen bin, da waren ja solche Geysire, ob ich dort vielleicht wieder rauskomme. Ach nö, jetzt falle ich durch den Boden. Nicht im Ernst. Ach, das darf doch auch nicht wahr sein. Jetzt muss ich den Prawn Suit loslassen. Wegen dem Scheißbug. Den kann ich jetzt vergessen. Der ist jetzt verloren. Wegen einem Bug. Oh, wo war jetzt hier der Ausgang? Das weiß ich, weil ich am Anfang hier war. Ah ja, hier ist die Gasi-Basis. Na toll, jetzt habe ich den ersten Prawn Suit schon verloren. Schade, echt schade.
Welcome aboard, Captain. Ja, wenigstens habe ich ein bisschen Magnetite. Wasser holen. Was macht man mit dem ganzen Salz? Außer, dass man es aufbewahrt. Was brauche ich wieder, um den neuen wieder einherzustellen? Oh ja, Aerogel. Das wird nicht so leicht. Muss ich wieder welches finden? Ja, werde ich jetzt auch erstmal lassen. Ich werde erstmal weiter die Wracks untersuchen. Ich werde jetzt einfach mal so weitersuchen hier in dem Bereich nach Wracks, ob es hier irgendwo was gibt. In diesem Biotop hier.
Naja, jetzt sind wir auf 300 Meter Tiefe. Den finde ich jetzt nicht wirklich was. Da ist ein Warper. Ah, da ist wieder ein Alien-Vent. Ich denke, es ist ohnehin besser jetzt, wenn man dann in diese tieferen Gegenden fährt, dann den Cyclops dann dafür zu verwenden. Vor allem, ich meine, der Scanner hat hier ja auch nichts ergeben. Den Scanner jetzt auch mal aus und dann gucke ich vielleicht noch mal im Nordwestbereich, dort wo ich die andere Basis habe gebaut, dass ich da weiter nach Wracks suche erst einmal, die näher sind. Emergency power only. Oxygen production offline. Power restored. All primary systems online. Scanner jetzt aus. Jail Sex. Oh ja, das sollen wir gerne mal finden. Wo sind Jail Sex? Das ist eine gute Idee, weil dann kann ich nämlich direkt wieder einen neuen Prawn Suit nachbauen. Okay, die sind ziemlich tief. Nehmen wir erstmal dahin, dass der höchste. Jetzt wäre natürlich das Inventar, das Sonargut. Ah, da ist wieder das Alien Vent.
Alles klar. Gucken, kann ich diesen Teil hier auch noch scannen? Lässt du mich in Frieden? Darf ich da in Ruhe scannen? Scannen lässt. Nee, ist nicht zu scannen. Ich sehe auch sonst in der Nähe nichts mehr. Können wir direkt einen neuen Porn zu bauen. Da warte ich jetzt nicht. Und mit dem gehe ich dann direkt dann zur Nordwest, zur neuen Nordwest Base. Und nicht in die nicht in die Jelly Room Cave rein. Ich hoffe mal schwer, dass ich das nicht mehr irgendwann wieder das Problem auftaucht, dass ich mit dem Bronzehut durch den Boden durchfalle. Das ist schon sehr enttäuschend. Das kann ich ja nicht alles einstecken, das glaube ich, das brauche ich jetzt alles. Enamel Glas, Lead und Plastic Ingot. Wie viel Enamel Glas? Einmal. Wie viel Plastil ingot? Zweimal. Und mehr.
auch keinen Platz. Dann muss ich die Gems erstmal wieder ablegen. Leer. Und auch fast leer. Das sind jetzt 8. 9. Einer fehlt noch. Einmal Titanium. Habe ich noch irgendwo was? Vielleicht hier? Ja. Ja, zweimal brauche ich ja. Also brauche ich auch viermal Lithium. Okay, den Gelsack, den brauchen wir. Oh, wir haben sogar noch einen Gelsack übrig, okay. Ja, wollte ich ja alles für den Dings aufbewahren, fürs Alien Containment. Ja, dann lassen wir den Gelsack hier. Oh, das ist sogar ein Gelsack Spore. Vielleicht kann ich den sogar planten. Das, was ich da aufgesammelt habe, ja. Packe ich jetzt das Aerogel rein. Ja, packe ich es halt erstmal hier rein. Halt, ich brauche 2 davon. Jetzt kann ich den herstellen, den Brown Suit. Oder auch nicht. Ach, Diamond fehlt mir. Ich muss das doch. So, dann werden wir den anderen mal abschalten. Ja, weg ist er. Welcome aboard, Captain. So, wo ist jetzt noch mal die Base? Da oben irgendwo? Jetzt kann ich wahrscheinlich hier nichts machen, ne? Also mit diesem Salzvorkommen werde ich nichts machen können. Special Equipment is required, ja. Was kann man damit machen? Mit diesen Armen? Außer zuhauen? Ah, ich kann tatsächlich... Ich kann tatsächlich was aufnehmen damit. Jetzt habe ich Mushrooms aufgenommen, ja. Kann ich das damit aufnehmen?
bisschen hat er mir wehgetan, aber nicht viel. Kann das Titanium tatsächlich aufnehmen? Also es sind tatsächlich eher Hände, die ich jetzt habe. Das ist gut zu wissen, dass diese Arme nicht nutzlos sind. Was man damit wohl noch machen kann? Ne? Nimm es bitte auf. Erstmal wieder ein Hull Reinforcement, dreimal Titanium, Lithium und viermal Diamond. Wir gehen die Diamanten aus. Achso, das habe ich noch gar nicht, das Prawn Suit Depth Module, das habe ich noch gar nicht, das kann ich noch gar nicht herstellen. Ja, aber den Drill Arm. Da brauche ich jetzt zweimal jeweils vier Diamond und ich habe kein Diamond mehr. Diamant ist aus. Ja, dann werde ich mal mit der Seamoth runter müssen in die Jelly Shroom Cave. Kann ich hier eigentlich den mal noch was angeben, was er mir suchen soll? Irgendwas, was sinnvoll ist? Nö. 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 Die Upgrades, die kann ich jetzt eigentlich alle mitnehmen, weil hier muss ich nicht mehr scannen. Okay, dann gehe ich jetzt erst einmal. Muss ich jetzt erstmal kurz in die Jelly Shroom Cave und ein bisschen Mineralien holen. Die Upgrades, die packe ich mal hier rein. Ach so, weil ich ja zwei gebaut hatte, ja. Okay, verstehe. All systems online. Hier war das andere große Bug, das ich ganz am Anfang gescannt habe. Sehr gut, da kann ich jetzt hier nämlich auch die
Beacon hier lassen. Vielleicht noch mal reingehen, aber... Oh, ich habe keine Beacon mehr. Na toll. Dann geht's erstmal runter. Dagegen gestoßen. War ich am Anfang meiner Reise. Ja, ist aber nicht mehr viel los. Ich habe schon so viel abgebaut, dass ich nicht mehr wirklich viel finde.
Na, Gold brauche ich am allerwenigsten. Das war ein kompletter Behälter schon voll. Ah, hier ist noch was. Sehr gut. Was macht denn ein Sandshark hier unten? Der hat ja gar nichts verloren. Na gut, da drüben ist der gute Gusto. Gusto. Ich glaube, hier kann man das auch gleich raus. Hallo, so. Wie viel Diamant habe ich? 4 Mal. Ich gehe mal in eine meiner anderen Basen und schaue, ob ich da vielleicht noch ein bisschen mehr Diamant habe. Ach, das ist direkt neben diesem großen Wrack hier. Ich habe doch hier in der Nähe, müsste doch die Southwest Base sein. Die muss doch da vorne sein. Ja. Sie fliegt im Wasser. Inventar voll. Ich hätte natürlich die Satteltaschen verwenden können, gerade eben in der Telefoncave. Wieder mal ein Biter. Kleines Mistvieh. Ja, wir nehmen einfach wieder die Floater. So wenig Biomasse, die ich nehmen könnte für den Bioreaktor. Außer die Floater halt.
voll. Warning, emergency power only. Oxygen production offline. Systems online. So, dann zeige ich mal an, wie viel Diamonds habe ich denn hier. Ja, genug, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Seek fluid intake. Vital signs stabilizing. So, der hier darf jetzt eigentlich auch aufhören mit dem Wrackscanning. Oh, hier gibt es aber leider nichts Interessantes. Also ist diese Basis eigentlich nicht so wirklich sinnvoll. Ja. Ne, von den ganzen Sachen ist nicht wirklich was interessant. Ne, dann soll er. Dann ist dieser Scanner Room jetzt auch erstmal nicht weiter wichtig. Batterien zum Nachladen? Nee. Ja, wo führt denn dieser Gang hier hin? Habe ich die Leiter noch nicht gebaut? Muss ich erstmal eine Leiter bauen? Was braucht man dafür? Zweimal Titanium. Leer? Wow. Eins. Okay, muss ich erst besorgen. Hier wird es dann noch ein bisschen Schrott zu finden geben.
Naja, Gold brauche ich nicht viel. Das habe ich so im Überfluss. Magnetiten nehme ich lieber mit. So, jetzt bauen wir aber noch die Leiter. Halt, jetzt wollte ich noch was anderes. Ja, ja super, ich habe nämlich noch ein Titanium übrig. Dann kann ich mir noch kurz eine Beacon herstellen. Das Wort da drüben markieren. Und ich denke, da muss ich jetzt auch nicht mehr reintauchen. Ich mache es aber trotzdem nochmal, einfach nur um zu schauen, ob vielleicht nochmal irgendwelche interessanten Sachen hier sind. Aber hier sollte eigentlich nichts mehr sein. Hier liegt sogar noch das Titanium rum, das ich hier mal gelassen habe, weil ich es nicht mitnehmen konnte. Ja, okay, also. Wieder nach draußen. Wollte ich nur zur Sicherheit nochmal wissen. Oh, hier ist sogar noch mehr Titanium. Und jetzt ist das Inventar schon voll. Sehr gut. Hat sich gelohnt, hier nochmal reinzugehen, auch wenn ich nichts geforscht habe.
Welcome aboard, Captain. Boah, ist auch schon fast voll. Jetzt ist es voll. Okay. Jetzt wollten wir den Drill Arm bauen. Fünfmal Titanium. Halt, brauchte ich für den Drillarm Lithium? Ja, einmal Lithium. Ja, dann das Magnetite wegtun. Da habe ich keinen Platz mehr. Muss ich hier erst einen neuen Schrank bauen. Kommt das Poster woanders hin. Titanium. 5. 5. So. Was fehlt noch? Lithium. Dann bauen wir noch mal ein Storage Module ein, beziehungsweise eigentlich gleich drei. Dreimal Titanium, einmal Lithium. Also nehmen wir die restlichen Lithium Modelle. Brauchen wir insgesamt 9 Titanium. Das sind 3, 6. Sollte der Prawn Suit wieder funktionieren. Naja, schade um den alten, aber manchmal passieren solche Dinge eben in Spielen und dann kann man nicht viel tun. Gut, damit werde ich diese Episode hier beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Subnautica und dann hoffentlich ohne Bugs. Ciao.